Hi und herzlich willkommen zu meinem letzten Video. Ja, mein letztes Video, aber nur für dieses Jahr. Ja, 2018 ist rum. Wir haben wieder mega viel Spaß gehabt beim Zocken und ich bin auch der Meinung, ich habe echt gute Videos hochgeladen. Also, was heißt gut? Witzige Videos. Es waren tatsächlich genau 19 Spiele, die wir gespielt haben. Darunter PUBG, Escape from Tarkov, Rocket League, Darwin Project, CSGO, Battalion, Kingdom Come, Crit, FIFA 18, FIFA 19, Ghost Recon, Wildlands. Dann haben wir auf Scribble.io gespielt, The Forest haben wir gespielt, A Way Out, Totally Accurate, Battleground haben wir gespielt, der letzte Scheiß. Hunt Showdown, eines meiner Favorites dieses Jahr, richtig geiles Spiel. Das Problem ist jetzt nur, dass sie irgend so einen Weihnachtspatch gemacht haben und ich habe 20 FPS oder so, also es ist unspielbar für mich. Ich hoffe, dass sie das bald wieder rauspatchen und dass es dann wieder normal läuft, damit ich wieder Videos aufnehmen kann. Dann haben wir Trouble in Terrorist Town gespielt, auch mega witzig mit den Jungs und Mädels. The Culling, absolutes Highlight. Das Problem ist bei Culling jetzt, dass sie Bots eingeführt haben und man zum Großteil nur noch gegen Bots spielt. Was? Warum? Ja, warum? Total bescheuert. Die haben schon mal das Spiel kaputt gepatcht. Dieses Jahr haben sie es geschafft, dass es wieder einige gespielt haben und jetzt ist es wieder kaputt. Also, naja. So, und zu guter Letzt noch Battlefield 5. Ich habe euch mal hier ein paar Highlights rausgesucht. Also für mich Highlights von diesem Jahr, die teilweise echt lustig sind. Und angefangen haben wir hier, der William und ich, wir haben oft gespielt, oft CSGO zusammen gespielt. Wir haben sogar vorgehabt, boah, ich komme überhaupt nicht auf den Namen, weil ich es nicht spiele. Fortnite wollten wir spielen, aber es ist irgendwie nicht mein Game, ja. Keine Ahnung. Ich werde es mir aber demnächst irgendwann mal wieder runterladen und werde es mal mit William spielen, weil ich kann mir vorstellen, da entstehen auch echt lustige Videos. Ja, jedenfalls haben wir in Wingman gespielt und da kam Folgendes im Spiel zustande. Ja, der war nicht so gut. Nein, da weiß der andere nicht, wo ich bin. Zeig mir, du hast es aufgenommen, ja. Das, ja Mann, das Huhn Das war ist. ein Suizidhähnchen. Das. Ich sollte Selbstmord begehen. Was war das denn Das gerade? Suizidhähnchen. Das Selbstmordhühnchen, super lustig. Oh geil, als nächstes hatten wir Rocket League gespielt. Wir haben gefühlt 10, 15 Runden gespielt, intern und Christoph hatte, ich glaube, in jedem Spiel maximal 30, 40, vielleicht mal 50 Punkte. Und dann haben wir ein Spiel gemacht, wo er direkt am Anfang an gesagt hat, okay, in diesem Spiel hole ich 150 Punkte. Ja, alle natürlich gelacht und schafft er nicht. Ja, und dann hat Daniel mit Christoph eine Wette abgeschlossen, hat gesagt, wenn du das schaffst, dann kriegst du von uns. Ach nee, ich habe gesagt, dann kriegst du von uns eine Medaille überreicht. Und Christoph hat gesagt, okay, er möchte aber, dass Daniel sie ihm im Tanker überreicht. Und Daniel hat direkt zugestimmt und hat gesagt, okay, das mache ich. Christoph hat es geschafft, die 150 Punkte zu holen. Und Daniel war der Arsch, ja. Und wir haben uns hier in diesem Sommer getroffen, alle Mann. Und Daniel muss den Tanga anziehen. Ich darf leider keine Bilder und so weiter veröffentlichen, war aber sehr lustig und ja, vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal dazu, dass er nochmal vor der Kamera mit dem Ding tanzt, weil wir, beziehungsweise Christoph hat ihm ein Mankini gekauft und ja, stellt's euch vor. Genau, und das ist dieses Video, wo die die Wette abgeschlossen haben und wo Christoph die 150 Punkte erreicht. Keine Ahnung, auf der Map. Schieß, schieß, schieß! Daniel, weg! Chris! Daniel, Chris! du! Chris! Ach, Chris. Chris jetzt? Nee, Moment. Ich probiere ihn mal in die Mitte zu passen. Bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Jetzt drauf, drauf, drauf. Ja! Nein, Oh, ja. das ist Nein, ein Punkt. Mittelfeldpass! Und jetzt Vorlage. Er hat es Chris, du hast geschafft. es geschafft.
Also 170 Punkte kann man schon mal machen, Jan, ne? Genau, das war das Video, wo er es tatsächlich geschafft hat. Ich habe nicht damit gerechnet, aber wohl keiner und ja, Daniel am allerwenigsten. Ja, dann haben wir Crit gespielt. Crit ist ein sehr, ja, weiß ich gar nicht, ob das sehr alt ist, ich weiß nicht, ich glaube von 2008 oder so ist Crit. Ein Autorennspiel, was man immer noch gegeneinander fahren kann online mit einem kleinen Trick. Und wir haben das des Öfteren gespielt. Wir haben sogar mal mit, ich glaube, 10 Mann oder so, haben wir ein Rennen, also ich glaube 6 Strecken und dann haben wir die Punkte zusammengerechnet. Und sucht mal auf meinem Kanal, super, oder ich verlinke das unten in der Infobox. War ein super geiles Video, auch wieder super lustig. Und hier hatten wir ein Video, da haben wir auch gespielt und der gute Rumo hatte mit seiner Freundin im Hintergrund so ein bisschen Knatsch. Und zwar ging es darum, dass sie angeblich irgendwelche Pornos geguckt hätte auf dem Laptop und da haben sie sich gestritten. Schaut sich an. Schatz, ich guck keine Pornos am Laptop. Oh, stopp! Oh, du lügst mich an! gut, dass ich aufnehme! Wieder Pornos gucken, ja? Was hast du gesagt? Oh, Job, Papa, Asche, guck Sad story, ey. Flowjob-Massage. So. Okay, Leute, ich bin wieder am Start. Ja, die Flowjob-Massage. Sehr geil. Dann haben wir unter anderem Scribble.io gespielt. Scribble.io ist, ich weiß nicht, ich kenne den Montagsmaler wahrscheinlich nicht, ihr seid wahrscheinlich alle jünger als ich und das kam damals, ich glaube 80er, 90er Jahre im Fernsehen, da mussten Leute was malen und kennt man, ja, man muss es dann erraten. Und es gibt halt Scribble.io und das haben wir halt wirklich sehr oft so nebenbei mal gespielt und wir hatten hier eine super lustige Runde, schaut sich an. Ach du Scheiße, jetzt kommt aber was. Kakerlake. Oh, da. Ach, das ist auf jeden Fall ein Tier. Ich lach mich kaputt. Oh Mann, wie schlecht. Das war die beste Zeichnung ever bisher. Sehr akkurat. Patrick, was ist denn da los? Der Pferdeschwanz des Grauens. Auch super lustige Folge, schaut sich an. Ja, ich werde die ganzen Videos unten in der Infobox verlinken. Ja, als nächstes haben wir ein Spiel gespielt, wo ich überhaupt nicht von überzeugt war. Ich war eher genervt von dem Spiel. Ich habe es auch tatsächlich dann bei Steam wieder zurückgegeben nach 3 Stunden. Aber die 3 Stunden Aufnahme, die sind halt drin. Ich glaube, wir haben sogar noch mehr aufgenommen. Es waren sogar über 3 Stunden. Ich konnte es trotzdem zurückgeben. Ja, ist nicht so meine Art Spiel, aber die Videos, die daraus entstanden sind, ich glaube, sind 9 Folgen geworden. Mega lustig, wirklich mega lustig. Hier mal ein kleiner Einblick. Wo? Hier. So, guck mal jetzt, Daniel, du hast jetzt...
Warum? Ich wollte dir den Hasen zeigen. Ich seh ihn. Ich hab ihn. Alter. Wir zurück mal Ian. Ja. Super lustig, The Forest. Ja, nicht mein Spiel, wie gesagt, aber es war halt echt klasse. Ja, als nächstes unser Treffen im Sommer. Wir waren insgesamt, glaube ich, 18 Leute und klasse. Ja, wir werden es dieses Jahr, also beziehungsweise jetzt im Jahr 2019, werden wir es wiederholen. Wir sind gerade dabei, auszumachen, wann. Es wird wahrscheinlich wieder Ende August rauslaufen, was ein bisschen blöd ist, weil wir haben das hier auch Ende August gemacht und wie ihr da seht, hier diese Feuerschale, es war in der letzten Nacht wirklich arschkalt, richtig, richtig kalt. Ich glaube, es waren 4 Grad oder so und das wollte ich vermeiden und jetzt läuft es halt wieder wahrscheinlich auf Ende August hinaus. Naja, sei es drum, machen wir uns warme Gedanken und stellen eine Feuerschale in die Mitte, dann passt das. Ja, wie gesagt, wir haben Werwolf gespielt und wer Werwolf nicht kennt, ich erkläre hier in dem Video, wie es funktioniert und ja, schaut es euch einfach an. Hier ein kleiner Einblick. Habe ich das nicht gesehen, ne? 4 Werwölfe, eine Hexe. Mach pass auf. Also es gibt 4 Werwölfe, der Rest sind Bürger und eine Hexe gibt es noch. Mhm. Ja? Die Werwölfe. Benny ist automatisch Hexe. Hat er auf Benny gezeigt? Benny Aber sollte, ne? Ziel ist es, pass auf, Ziel Alter, ist wir es, haben Feuer, hört auf zu furzen. Ziel ist es von den Bürgern und der Hexe, die Werwölfe alle, dass sie alle verdecken. Das funktioniert so, pass auf, der Erzähler sagt, die Nacht kehrt über das Dorf und alle Bürger schlafen ein. Ja, dann schlafen alle ein, auch die Werwölfe. Ja? Dann sagt der Erzähler, und jetzt werden die Werwölfe wach. Ja, dann heben die Werwölfe die Köpfe, können gucken, die anderen müssen weiter schlafen und bestimmen ein Opfer, den sie töten möchten in dieser Nacht. Ja? Angenommen, du bist Werwolf und zeigst auf Andi und die anderen 3 Werwölfe sind einstimmig und zeigen auf Andi, dann wird Andi wahrscheinlich sterben, aber dann schlafen die Werwölfe wieder ein und dann kann die Hexe erwachen. Und die Hexe, die hat 2 Zaubertränke. Die kann mit einem Zaubertrank, kann sie einen, also der Tötungszaubertrank, da kann sie einen töten. Wenn sie genau weiß, wer der Werwolf ist, woher auch immer, kann sie den töten. Oder die hat einen Wiederbelebungstrank. Ja, dann kann sie zum Beispiel, wenn sie jetzt weiß, dass Andi getötet wird, kann sie den Trank verwenden und Andi stirbt nicht diese Nacht. Und dann wird es wieder hell, alle wachen auf. Und dann wird diskutiert, wer könnte Werwolf sein? Hat man aus der Ecke vielleicht ein Zeichen gehört oder irgendwas anderes, ein Flüstern oder irgendwas? Und so läuft es. Das ist halt. Genau, auch witziges Video, vor allen Dingen beobachtet den Daniel, der hier rechts neben mir sitzt. Der Vogel abgeschossen. Ja, schaut es euch an. Dann hatten wir, ach du lieber Gott, dann hatten wir FIFA 19 gespielt, Pro Club und hatten Cheater. Kein Witz, ja, wir hatten einfach Cheater gegen uns. Die gegnerischen Spieler waren einfach riesengroß, super schnell. Keine Chance, ja, hier ein kleiner Einblick. Das Cheater. Die sind viel zu groß und viel zu schnell. Guck mal, der auch. Das sind 3 Stück, die sind 2,50 Meter. Die sind doch alle so groß. Das ist komplett... Das hab ich noch nie gesehen. Nimm's auf. Ich komm mir so klein vor. Ich komm mir so klein vor. Mega Video. Guckt's euch an. So, und zu guter Letzt, was eigentlich Anfang 2018 entstanden ist, es ist kein Meisterwerk, aber es ist halt, ja, es ist mal was anderes. Und zwar, ich habe die Replay-Funktion von PUBG genutzt und habe daraus einen Film gemacht mit einer Geschichte. Wir haben das grottenschlecht eingesprochen und so, aber es ist trotzdem, finde ich, ganz amüsant geworden. Und ja, guckt es euch mal an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich saß auf der Couch und schaute eine Survival-Show im Fernsehen. In der Werbung konnte man bei einem Gewinnspiel für eine Reise mitmachen, wo ich natürlich direkt mitmachte und 2 Wochen später kam ein Anruf. Eine Frau war am anderen Ende und gratulierte mir zu einem Gewinn.
Gewonnen hatte ich und eine andere Person meiner Wahl eine Reise auf eine wunderschöne Insel, sagte sie. Rief also voller Freude meinen Kumpel Fabian an und fragte, ob er Lust und Zeit hat mitzukommen. Guckt's euch an. Echt super. Ja, es steckt, auch wenn es nicht so aussieht, aber es steckt eine Menge Arbeit drin. Ich habe da echt Stunden drin verblasen, das Ganze zu schneiden, das zu vertonen und, ja. Würde mich über ein Like freuen. Wirklich, ja. So, das Ding ist, ich bin dieses Jahr entmonetarisiert worden, einfach aus dem Grund, weil ich ein paar Videos auf meinem Kanal habe, die copyright-pflichtig sind. Ich habe zum Beispiel damals einen Breaking Bad Trailer selber gemacht, weil ich selber habe einen Breaking Bad Trailer gesucht und habe keinen gefunden, also keinen aussagekräftigen, und habe dann selber einen Breaking Bad Trailer gemacht und habe da eine Musik verwendet von Phil Collins. Ja, und ich muss das Video wahrscheinlich löschen jetzt, damit ich monetarisiert wieder werde. Aber ja, es tut mir halt weh, weil es halt schon fast 1 Million Klicks hat. Das ist halt echt ärgerlich. Ich habe auch tatsächlich ein paar Mal überlegt, aufzuhören mit YouTube, weil es doch schon, auch wenn es nicht so aussieht, eine Menge Arbeit ist, die Videos zu schneiden und so weiter. Es ist auch echt schwierig, an Abonnenten zu kommen und generell an Leute, die meine Videos gucken. Aber trotz allem habe ich mir überlegt, ich bleibe dran und mir macht es halt Spaß, so mit den Jungs zu spielen, und ich möchte es einfach verbreiten. Ja, vielleicht gefällt es noch jemand, und wenn es wenige sind, ist es auch nicht schlimm. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und was ich mir vorgenommen habe für 2019, hatte ich eigentlich schon für Mitte 2018 mir vorgenommen. Ich dachte nämlich, ich bekomme im Juli schnelleres Internet, was so geplant war. Ich habe momentan leider nur DSL 6000, was ein Witz ist. Und es hieß eigentlich, dass dieses Jahr, also 2018 im Juni oder Juli, sollte ich DSL 50.000 oder 100.000 bekommen, aber da ist nichts passiert. Und jetzt haben sie aber hier alles ausgebaut und laut Telekom wird es auch im Februar geschaltet und da werde ich streamen. Ich werde so ein- bis zweimal die Woche abends live streamen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal ein frohes 2019. Ich denke, ich werde das Video noch am letzten Tag bzw. Silvester 2018 hochladen. Das heißt, wünsche ich euch auch noch einen guten Rutsch, die es jetzt noch gucken. Und ansonsten bleibt mir treu. Haut rein.